Was machen Sachen? Wie versprochen, kommen wir zu dem Tutorial für die Blueprint für unsere Schublade in unserem Pult. Im Prinzip kann man diese Blueprint für alles benutzen, was einen einfach die Location ändert. Sprich, irgendetwas bewegt sich in eine Richtung. Sagt, meistens ist es halt für Schubladen ganz praktisch. Wir drücken einen Knopf und auf und zu geht's. Und das Erste, was wir dafür brauchen, ist halt erstmal unser Modell. Da müssen wir ein paar Sachen beachten. Wenn wir so etwas exportieren oder erstellen, müssen A, erstmal die Sachen, die sich bewegen, voneinander getrennt sein. Das darf kein einzelnes Mesh sein. Es müssen zwei getrennte Meshes sein. Und am besten ist es, wenn ihr die vor dem Export bzw. dann Import in Unreal Engine schon so aligned, dass halt die Schublade wirklich an dem Platz ist, an dem sie auch sein soll. Das macht es für euch ein bisschen einfacher. Anders wie wenn ihr die halt jetzt auf Nullpunkt setzt, dann habt ihr wieder ein paar Variablen, die ihr berechnen müsst. Daher direkt die Schublade dahin, wo sie hin soll. Was es auch einfacher macht, dass ihr versucht halt die Richtung in eine positive Richtung zu ändern. Also in dem Fall bei Blender habe ich halt die X-Achse in die positive Richtung, nicht in die negative. Das macht es euch nachher leichter, die Blueprint zu erstellen. Darauf solltet ihr achten, um es euch ein bisschen leichter zu machen. Es geht auch anders da, man kann das anpassen, aber dann kommen halt wieder neue Sachen dazu. Wir wollen es ja möglichst einfach haben für uns. Also daher beides trennen, Schublade an die Stelle, wo sie soll. Und halt in der positive Richtung sich bewegen. Das Modell könnt ihr so, wie es ist, dann importieren in Unreal. Passt auch beim Importieren wieder auf, dass ihr die Sachen auch getrennt lasst und nicht zusammen kombiniert. Den richtigen Haken setzen. Ich habe das ja schon alles gemacht. Wie man da Sachen importiert, habe ich ja euch schon zu Genüge gezeigt. Zur Not könnt ihr euch ein Tutorial ansehen. Das ist einer meiner ersten Tutorials. Ich werde es euch einfach mal unten verlinken, wie man halt einfach Sachen importiert. Wir gehen jetzt erstmal in den leeren Raum, dass uns nichts ablenkt, und erstellen die Blueprint. Ich habe meine Blueprints gerne in einem separaten Ordner als Blueprint, dass ich leicht einen Überblick habe. Und ja, erstellen wir erstmal eine Blueprint. Einfach Rechtsklick. Wir brauchen eine Blueprint Class. Wir brauchen den normalen Actor. Und ich nenne sie einfach mal Pult. Das ist jetzt einfach nur zum. Ich habe ja schon eine. Das ist jetzt einfach nur zur Vorführung. Doppelklick drauf. Wo willst du denn hin? Im zweiten Bildschirm. Da bringt sie uns nichts. Das ist erstmal die Blueprint. Noch kann die halt nichts. Ich mache es mal ganz groß. Noch ist hier halt nichts drin. Nicht ganz. Ich brauche ja. Hey. Ich brauche ja unsere Meshes noch. Die hole ich mir Drag and Drop einfach rein. So, das ist jetzt erstmal das Wichtige. Noch ist nichts drin. Das müssen wir ändern. Wir brauchen ja erstmal unsere Meshes, die hier rein sollen. Die Geometrie fehlt. Dann gehen wir Möbel. Hier auch. Pult und Schublade, zwei verschiedene. Beide rein. Zack. Wenn ihr was in die Blueprint zieht, orientiert die sich auch immer am Nullpunkt. Ihr solltet das auch gerade am Anfang erstmal am Nullpunkt lassen. Die Sachen, die ihr hier ändert, können sich auch auf unsere Nodes auswirken, die wir später einfügen, damit er sich bewegt. Deswegen, wenn möglich, auf dem Nullpunkt lassen, nichts großartig drehen und bewegen. Deswegen hatte ich gesagt, passt auch auf, dass es einfach in die positive Richtung, dass sich die Sachen in die positive Richtung verschieben. Das macht das halt alles einfacher. Noch kann das nichts, es ist ein Schrank, es sind jetzt zwei Sachen kombiniert. Dazu kann man Blueprints auch nutzen. Man kombiniert einfach ein paar Sachen, um einfach die Ordnung zu behalten, wenn man sie öfter braucht, in Blueprints. Wir wollen das ja tatsächlich jetzt nutzbar machen. Wir wollen eine Aktion damit starten können. Und dazu brauchen wir erstmal einen Bereich, in den wir gehen können, um zu sagen, wenn der Charakter da ist, kann eine Aktion ausgeführt werden. Und das macht man über eine Collision Box. Die tun wir über Add Component einfügen. Einmal Box, da ist sie, Collision Box. Die nutzen wir einfach nur, das ist eine leere Box, da ist nichts drin, kein Mesh, kein gar nichts. Die ist einfach nur fürs Programm wichtig, die sieht man auch nicht. Die müssen wir einfügen, um einfach zu sagen, wenn der Charakter da drin steht, können wir eine Aktion ausführen. Macht das ruhig ein bisschen größer, dass es auch ja funktioniert. Ich übertreibe es jetzt halt einfach mal. Die sind ein bisschen hakelig in Unreal in den Blueprints. Mach die ruhig ein bisschen größer, hast keinen Schaden. Ist immer ärgerlich, wenn man es nicht erreicht. Also. Wichtig ist bei der Schublade. Ah, ich habe sie direkt schon hier geparented. Das ist wichtig, dass die zusammengehören, dass die Box als Parent unter der Schublade ist.
So, sollte sie wie hier nicht gepoppelt sein, geht einfach hin. Ihr nehmt sie, zieht sie einfach mit Linksklick unter das, woran sie gepoppelt werden soll und zack, ist es da. Hat einfach zur Folge, dass das hier passiert. Ihr hängt damit dran. Weiß, bewegt sich die Schublade, bewegt sich unsere Collision. So verhindern wir, dass einfach die Collision irgendwo landet, wo sie nicht soll. Es könnte sein, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, wäre sie einfach hier geblieben. Und zur Not wäre halt einfach die Schublade in dieser Collision-Box drin und wir könnten sie nicht mehr schließen. Das wäre es jetzt erstmal für unseren Viewport. Hier müssen wir erstmal nichts mehr machen. Wir gehen jetzt in den Event-Graph. All das brauchen wir jetzt für die Aktion nicht. Wir brauchen andere Nodes. Die Nodes brauchen wir nicht. Wir brauchen andere Nodes, mit denen wir halt der Schublade sagen, wenn du da bist, musst du was tun. Dazu brauchen wir erstmal Collision-Box. Wir müssen ja sagen, was muss passieren, dass du aktiviert wirst? Welche Info brauchen wir von dir? Und wir brauchen erstmal einen Beginn-Overlap und einen End-Overlap. Jetzt einfach nur, wenn unser Charakter da drinne steht, dann passiert irgendwas. Noch weiß er nicht, was muss drinne stehen. Das müssen wir ihm jetzt auch erzählen. Das brauchen wir erstmal unseren Charakter. Das ist die Node Get Player Controller. Die brauchen wir. Die lasse ich einfach mittig. Und dann brauchen wir erstmal einen Input. Wir müssen ihm erlauben, enable. N habe ich falsch geschrieben. Enable Input. Also einen Input quasi aktivieren. Dass der irgendwas tun kann. Und hier müssen wir sagen, ja, dann halt disable. Wenn er raus ist, gibt es keinen Input mehr. Zack. So, und so sorgen wir halt dafür, dass halt nur dann was passieren kann, wenn unser Charakter tatsächlich in der Box steht. Weil sonst könnten wir es theoretisch von überall aktivieren. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen es ja dann aktivieren, wenn mit davor stehen. So, okay. Wir brauchen jetzt erstmal eine Taste, die wir nutzen, um die Aktion einfach auszuführen. Wir haben ja die Qual der Wahl, wir haben jede Menge Tasten. Ich persönlich bevorzuge bei sowas einfach E. Wird ja auch bei den meisten Spielen benutzt. E ist einfach für Interagieren. Die sind meistens ein bisschen schwer zu finden. Okay, nee. Finden wir es so? Ist halt schwierig, einen Buchstabe zu finden. Okay, das hat, glaube ich, keinen Sinn. Die sind aber auch unter Interface. Nee, Input. Keyboard. Ja. Unter Input, Keyboard Event und dann suchen wir uns den richtigen aus. A, B, C, D, E, da. Den brauchen wir. Drücken wir E, passiert was. So, ich mache jetzt erstmal einen einfachen Aufbau, dass sich die Schublade erstmal nur auch bewegt. Später tun wir noch einen Reverse einstellen. Da müssen wir noch eine Note an das dazufügen, aber ich will ein bisschen einfacher anfangen. Wir brauchen jetzt erstmal eine Timeline. Timeline. Die Timeline gibt uns einfach an, irgendwas bewegt sich in irgendeiner Zeit irgendwo hin. Mehr tut sie nicht, wir brauchen aber erstmal eine Zeit und wie weit bewegt es sich. Dann gehen wir Doppelklick drauf. Ich habe es jetzt einfach mal Öffnung genannt. Einfach weil sich die nutzen wir einfach, damit die Schublade sich öffnet. Wir drücken auf App. So, wir setzen zwei Keys, einfach rechte Maustaste, L to float. Float. Die hier muss auf 0. Na, hallo. 0, 0. Na, heute spielt es nicht ganz mit. Ist einfach der Anfang. Zum Start ist die Position nix und die Zeit auch nix. Dann gehen wir hin. Wie viele Sekunden gehen wir der Schublade zu öffnen? Die Schublade ist jetzt relativ kurz. Ich würde jetzt mal sagen 1,5 Sekunden. Und der Wert, wie viele Pixel soll sie nach vorne gehen? Da können wir einfach gucken. Wir gehen hier drauf, sagen, wir ziehen dich mal raus. Hier haben wir so 30, dann ist sie so weit auf. Hier könnt ihr immer ein bisschen spicken. Je nach Modell ist es halt immer ein bisschen anders. Je nachdem, wie lang unsere Schublade und so weiter ist. Dann geben wir hier einfach 30 an. Ja. Ist jetzt ein bisschen komisch, wenn wir hier und hier drauf drücken, haben wir eine schöne Linie.
Die zeigt uns einfach an, innerhalb von dem Zeitraum, also von einer 1,5 Sekunden, bewegt sich irgendwas 30 Pixel nach vorne oder nach irgendwo hin. Es weiß ja momentan noch nicht mal, dass wir nach vorne wollen. Es bewegt sich halt einfach irgendwo hin. Es passiert was. Und das müssen wir verbinden. Drücken wir E. Passiert was mit der Zeit. Aber bis jetzt wissen wir halt einfach nur, dass in einer gewissen Zeit irgendwas passiert. Jetzt müssen wir sagen, ja, was passiert jetzt eigentlich? Die 30 sind für was? Gehen wir hin. Dann müssen wir Set. Ich vergesse immer dieses Set und Get. Set. Die relative. Relative. Location. Okay, mit Dings. Hier kriegt ihr aber auch schon gesagt, nicht die Box. Wir brauchen das Pult-Schublade. Den hier. Set Relative Location Pult-Schublade. Dann kriegen wir auch nämlich gleich die Node für das Objekt. Das ist einfach nur eine normale Node. Da müssen wir das Target, also das Ziel, was damit verknüpft ist, auch eingeben. Wenn wir es so machen, haben wir es halt gleich mit dabei. So, und haben wir jetzt eigentlich schon aufgebaut. Wenn ich E drücke, passiert in der Zeit die Bewegung. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Noch weiß es sich nicht, wohin es sich bewegen soll. Dazu müssen wir erstmal hier aufspalten. Jetzt haben wir X, Y und Z. Wie gesagt, je nachdem, wohin ihr was bewegen möchtet, könnt ihr es variieren. Aber wir hatten ja schon geklärt, die Schublade geht nach X auf. Daher die neue Verbindung. Der Track auf X. Sagt einfach nur, ja, das, was sich hier bewegt, das soll auf X-Achse passieren. Compile. Ja. Ich habe den Mannequin schon mal kurz hier hingestellt, dass wir nicht so weit laufen müssen. Ja, komm, Spiel. So. Na, ja, jetzt wo sagen, meine Maus spinnt. Und schon geht die Schublade auf. So, momentan geht sie halt nur auf, nicht zu. Das machen wir jetzt auch noch. Einmal das beenden. Zurück in den Pult. Das ist jetzt der normale, wenn sich halt irgendwas nur öffnen soll. Könnt ihr dazu lassen. Wenn ihr jetzt wollt, dass es sich wieder schließt, brauchen wir noch zwei Nodes mehr. Wir brauchen hier erstmal einen Branch. Na, hat nicht funktioniert. Einmal hier. So, momentan, also so, was der Branch jetzt tut, der guckt einfach nur, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Wir müssen jetzt erstmal sagen, doch was soll er eigentlich gucken? Momentan weiß er nicht, sagt es wahr, weil ich habe einfach keinen Fehler. Ich weiß nicht, was ein Fehler ist. Wir müssen ihm jetzt sagen, okay, pass auf, wenn die Position unserer Schublade nicht 0 ist, musst du was anderes tun. So, und dazu brauchen wir erstmal eine Info. Wir brauchen einen Float. Ist kleiner als größer Float. Das Ding hier. Weil ihr seht ja hier hellgrün. Hellgrün ist ein Float-Wert. Ist einfach ein Wert, der halt Kommastellen hat. Ich mache es jetzt einfach mal ganz simpel. Floats haben Kommastellen und sind halt ja, fließende Zahlen. So sagen, okay. Da musst du gucken, wenn dieser Wert kleiner als 1 ist, also nicht 10. 1. Dann musst du was anderes tun. Dann sagen wir jetzt im Branch, okay, das musst du kontrollieren. Und dann, wenn das wirklich eintritt, sagen wir, okay, wir drehen halt alles um. Kommando zurück, wird alles umgedreht. So, das speichern wir. So, das ist jetzt unser ganz simpler Aufbau von unserer Schublade. Ihr könnt das auch abwandeln, ihr müsst nicht unbedingt alle Schubladen mitmachen. Das ist einfach eine simple Variation, die man machen kann, wenn sich halt irgendwas in irgendeinem Zeitraum in irgendeine Richtung bewegen soll. Wenn er E drückt. Sagt, ihr könntet da Steine damit ins Rollen bringen. Sagt halt irgendwelche Sachen irgendwo hinschubsen. So, und dann wollen wir jetzt natürlich auch testen, ob das jetzt alles so funktioniert, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Ich mache das auf dem zweiten Bildschirm. Charakter ist schon da, Pult auch. Das ist dasselbe Pult. So, das aus der Blueprint, es geht auf. Ihr müsst immer bedenken, die Node durch die Blueprint braucht einmal ein bisschen Zeit, bis sie sich regeneriert. Dann gehen wir hin. Und schon geht's zu. 1a funktioniert.
Ja, ich habe halt noch keine Lösung gefunden, wie man das machen kann, dass die Intervalle zwischen ich kann sie auf und ich kann sie zumachen schneller geht. Es ist immer ein bisschen hakelig, aber es geht. Dafür Blueprints, alles eine feine Sache. Programmierer können das besser, weil Programmieren ist halt eine andere Sache. So. Ja, das nächste, was ich euch zeigen werde, was im Prinzip das gleiche benutzt, ist die Tür. Die kann ich auch auf und zu machen. Das kommt an den nächsten. Einmal die normale Tür. Und als Varianz dann wahrscheinlich noch in einem dritten Video. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenpacke. Ist dann sowas wie die Flügeltür. Die sind nochmal ein bisschen komplexer, dass sie halt auch beide aufgehen und zugehen. Das ist ein bisschen komplexer, also wird es schon mal noch zwei weitere Tutorials geben, wie man Türen macht. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr die anderen Tutorials nicht verpassen möchtet, lasst doch auch mal ein Abo da. Dann kriegt ihr Info, wann ich Tutorials auch mal hochlade. Ich versuche mich zu bessern, auch das wieder konstanter hochzuladen, auch ein paar mehr Blueprints zu machen. Da kamen ja jetzt viele Fragen auf über Twitch. So ein paar Sachen, die ich kann, die zeige ich euch dann nach und nach. Ne, Blueprints, da muss ich selber halt noch viel lernen und mich einarbeiten, aber so simple Sachen, die kriege ich hin.